Markus, die Trottel von Mixum haben sich mal wieder selbst übertroffen. Ich hatte eine Kiste Pressluft-Hämmer geordert und gekommen sind mehrere Kisten Kettensägen. Aber kein einziger Presslufthammer. Was zur Hölle haben die sich dabei gedacht? Was sollen wir auf dem Mars mit Kettensägen? Ich schicke sie zurück, sobald ich die Zeit dafür finde. Inzwischen wäre ich dir dankbar, wenn du eine weitere Beschwerde an Mixum einreichen und meine Pressluft-Hämmer weiterleiten könntest, wenn sie ankommen. Ist anscheinend sowas wie Amazon oder so hier auf dem Mars. Naja, okay. Ziemlich, ja, hätten wir uns eigentlich sparen können, aber naja, was soll's. Wenn du diese Mail erhältst, gehörst du zu den Personen, mit denen ich auf dem Mars zusammengearbeitet habe und die in meinem Leben einen Eindruck hinterlassen haben. Ich möchte dir mitteilen, dass ich nach einem letzten Einsatz im Delta-Labor morgen den Mars und die UAC verlassen und andere Chancen nutzen werde. Du wirst mir fehlen und ich werde oft an dich denken. Die Freundschaft, die ich hier geschlossen habe, werden sicher für den Rest meines Lebens halten. Und ich bleibe auf jeden Fall in Verbindung. Sobald ich meine neue Adresse habe, gebe ich sie weiter. Ich hoffe, du kommst morgen Abend zu meinem Abschiedsumtrunk in die Küche von Mars City. Mein Shuttle fliegt früh morgens am 16.11. ab. Und ich würde mich gern persönlich von dir verabschieden. Bis zum nächsten Mal. Ray Garhead. I don't know. Bis bald. Ach Gott. Na ja, gut. Hast du vielleicht eine Ahnung, wer der Typ ist? Vielleicht dieser schräge Honk aus dem Alpha-Labor? Aber ich dachte immer, der heißt, Alan. Gehst du zu dem Umtrunk? Ich würde normalerweise nicht hingehen. Aber wenn die Rechnung auf ihn geht und noch ein paar Leute kommen, könnte das ganz lustig werden. Ursprüngliche Nachricht, okay, das ist wieder die Nachricht, naja. Ja, schade eigentlich, ne? Da hat der Alan, ach nee, wie ist er nochmal? Der Ray anscheinend doch nicht so gute Freunde, wie er dachte. So, das war's jetzt, oder was? Ja. Ja, okay. So, das ist auch alles noch so wie immer. Okay. Dann, das hat jetzt auf jeden Fall ein bisschen gedauert, aber gut, fahren wir einfach mal fort. So, damit wir das auch alles als gelesen markiert haben, speichere ich hier nochmal drüber, sollte eventuell irgendwas passieren. So, und um den zu kriegen, sollten wir eventuell, achso, sowieso Munition voll anscheinend. Naja. Stehst du nochmal auf? Was? Okay, erste Hilfe. Au! So, dann haben wir jetzt die Munition auch genommen. Ich würde ja auch ganz gerne auf der Schrotflinte bleiben, aber... Wow, was? Oh! Au! Okay, neue Waffe. Das ist gar nicht mal so schlecht. Naja, ich schaue erstmal hier oben lang. Was war das? Naja. Das wird schon alles so seine Richtigkeit haben. Zu ruhig. Viel zu ruhig. Das wollte ich schon immer mal sagen. Oh. Ja, den Trick kennen wir jetzt schon. Anspringen und rumschreien. Das ist nichts Neues. Okay, gesperrt. Schade. Oh, wir haben eine Akku-Schlüsselkarte. Und wir haben Munition. Gut. Kommandozentrale, hier ist Spezialist Würzen. Mein Team ist vor Ort, sie sind alle tot. Ich bewege mich hier blind. Wie lauten meine Befehle? Ende. Spezialist Würzen. Sergeant Kelly hier. Bleib auf der Hut, Junge. Geh zum letzten Sammelpunkt und verschanz dich. Wir finden dich. Toll. Naja. Ich würde auch gerne irgendwie über Funk mit denen reden, aber naja. Anscheinend geht das wohl nicht so einfach. War das schon die ganze Zeit so blutig? Hier habe ich gar nicht gesehen beim ersten Mal. Naja.
Hätte man das auch falsch verstehen können, aber okay. Lassen wir das einfach mal und schlagen uns hier weiter durch. Ich hoffe mal, dass die Keykarte, die wir gefunden haben, eventuell... Ah ja. Noch eine? Okay. So, es werden auf jeden Fall immer mehr. Umso weiter wir hier reinkommen. Wow, 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 wow. Ah, der Roboter. 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 Ich komme zu dir. Roboter. Roboter. Ich kann ihn nicht sehen. Was ist das denn für eine? Naja. Gut. Also auf den Roboter hätte ich jetzt extrem Bock. Den mochte ich, den habe ich schon richtig ans Herz geschlossen. Uah, sieht schon ein bisschen eklig aus, Mensch, ey. Ja, Mensch. In Anführungsstrichen. Zeichelchen. Wow, wow, wow. 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 Hallo? In the face, man. In the face, man. Au. Au. Wo kommst du denn her? Au. Au. Oh. Der macht mich richtig fertig. Ja, das war eher... Das war eher blöd. Haben wir hier eventuell noch irgendwas zum Heilen oder so? Eventuell? Nicht? Da kommen wir da wieder rein. Aber haben wir denn diese Medipacks eigentlich aufgesammelt oder ist das wie bei Doom 1 und 2, dass man die nicht mittragen kann? Ja, die werden ja wahrscheinlich, wenn, dann im Inventar sein, oder? Nee, da ist nichts, okay. Dann müssen wir uns jetzt halt ein bisschen hier mit den 28 HP rumschlagen. Naja. Ach, was soll's. Schaffen wir schon. Ich speichere das Ganze mal einen weiter unter, damit wir eventuell noch die Möglichkeit haben, nochmal irgendwie den besseren Spielstand zu kriegen, weil der Faustkampf, der war, glaube ich, gerade keine gute Idee, aber ich habe auch gar nicht realisiert, dass da noch einer hinter mir ist. War's das? Hallo? Es ist schon ein bisschen blöd dunkel hier gerade. Wo ist denn der Lichtschalter? Okay. Erstmal schön nachladen. Oh, da war... Ich bin auf ein Erste-Hilfe-Package ausgerutscht. Gar nicht gesehen. Naja. Ich denke mal, da hinten geht's weiter. Das heißt, wir werden uns hier... diese Räume nochmal angucken. Ich weiß es nicht, aber bleib, wo du bist. Lass keinen in den Raum rein. Ja, jetzt weiß ich nicht. Geht's hier weiter oder geht's an der anderen Seite weiter? Ich möchte ja ganz gerne noch ein bisschen mehr sehen. So, weil hier war nichts. Nee. Ich denke mal, hier haben wir alles soweit gesehen. Gut, das ist soweit gesperrt. Was haben wir hier? Gar nichts. Na gut. Auch nicht weiter schlimm. Juhu, Rüstung. Und demnach gehe ich einfach mal davon aus, dass wir hier nichts mehr finden werden. Ich denke mal, der Raum hier war wirklich nur für die Rüstung da.
Dann wird unser Weg wohl hier weitergehen. Oh. Oh, du brennst! Junge, du brennst! Hallo, du, Entschuldigung! Ob der wusste, dass er brennt? Oh. Ich weiß, warum er brennt. Brannte. Ich höre doch schon wieder jemanden. Au! Ah, guck mal, hier ist die Waffe, die auch im Video erwähnt wurde. Die ist ganz gut. Gefällt mir. So, aber ich glaube, da ist noch jemand drin. Oh. Wieder Hinterhalt Action geplant. Wow. Ja, hat er direkt seine ganze Haut verloren. Naja. Nicht so tragisch. Alles wird gut. Ja, schnell das Headset gerichtet. Dann gucken wir mal, wen wir als nächstes richten können. Wortspiele sind so toll. Imp, geh weg. Du kannst nichts, Imp. Nee, enge Räume gleich Schrotflinte. Na, was hast du denn da geguckt? Bestimmt RTL, hat ihm das ganze Gehirn weggefetzt. Naja. Hier ist weiter nichts. Okay, da komme ich eigentlich mit klar. Wenn da weiter nichts ist, dann ist das ganz gut. Und hier kamen wir her. Ah, guck mal, nochmal Munition eingesammelt. Gar nicht gesehen. Siehst du, manchmal lohnt es sich einfach nochmal zurückzugehen. Und hierbei habe ich überhaupt kein gutes Gefühl. Hier gibt es auf jeden Fall aber eine Heal Station. Eventuell zapfen wir da mal ein bisschen was an. Okay. Habe ich jetzt eigentlich weitergenommen, obwohl... Ich weiß es gar nicht. Naja. Und ein neues PDA. Wer hätte das vergessen können? So, ist das ein Audio-Log jetzt oder was? Ah, okay. Audiolog von Dr. Cassian, zurzeit stationiert in Mars City. Ich war gerade beim wöchentlichen Status-Meeting auf der Krankenstation. Hauptthema war die große Zahl psychologischer Probleme in der letzten Zeit. Die Anzahl der Krankmeldungen lässt darauf schließen, dass 10% des gesamten Personals auf der Basis Symptome aufweisen. Da viele aber solche Probleme nicht melden, könnte die Anzahl der Betroffenen in Wahrheit näher bei 30-40% liegen. Selbst hier auf der Krankenstation verzeichnen wir einige Fälle. Mehrere Pflegekräfte und ein paar gute Ärzte sind aus ähnlichen Gründen krankgeschrieben. Ich werde offiziell die Entsendung von 2 weiteren Psychiatern mit dem nächsten Shuttle von der Erde anfordern. Unsere 2 sind überarbeitet und die schwierigen Sitzungen mit ihren Patienten wirken sich allmählich auch auf sie aus. Dr. Cassian, Ende. Oha, also da war anscheinend so ein schleichender Prozess am Werk. Naja, wir gucken mal. Angriff durch einen Patienten. Dr. Marcassian. Um 15.47 Uhr wurde der Patient Jonathan Wills nach wiederholten Klagen über Schlafmangel und Übelkeit aufgenommen. Laut Pflegekraft war Mr. Wills ruhig und wies keine Anzeichen einer Störung auf, als er in Untersuchungsraum 5 gebracht wurde. Als ich ihn um 3:50 sah, hatte sich seine Persönlichkeit drastisch verändert. Als ich den Raum betrat, stürzte sich Mr. Wills mit einem Skalpell auf mich, das er offenbar aus einer Schublade gestohlen hatte. Mit der Hilfe eines Pflegers konnten wir ihn unverletzt überwältigen und sedieren.
Mr. Wills stand unter starken Medikamenten und konnte nicht untersucht werden. Schaffte es aber in den 20 Minuten ohne Aufsicht, sich drei Symbole in den Arm zu ritzen und seine eigene Zunge in zwei Teile zu schneiden. Ich kann nur Vermutungen zur Ursache seiner Probleme anstellen. Ich hoffe, dass bald weitere Psychiater eintreffen. Inzwischen sollte als Reaktion auf seinen Angriff alles medizinische Material in einen sicheren Krankenhausschrank mit dem Code 347 eingeschlossen werden. Dr. Casey, ein Ende. 347. Danke, Dr. Casey. Und für uns heißt es jetzt einmal noch gesaved. Und dann war es das mit der heutigen Aufnahme. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen bespaßen und ich hoffe, euch gefällt die Rubrik hier ein bisschen, damit wir auch weiterhin Spaß am Spielen haben können und so. Lasst mir einfach mal Feedbacks da, das wäre ganz gut. Und eventuell lasst es mich wissen, ob ihr das Spiel schon kennt oder ob es auch Neuland für euch ist. Neuland, Witz gerissen, jetzt kann ich eigentlich beenden. Also, tschüss.